Der Anschlag in einem Thaleszug in Frankreich sorgte 2015 für Schlagzeilen. Nun ist der Täter von einem Pariser Gericht zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Drei Helfer wurden zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt. Der Anschlag des Marokkaners im August 2015 war gescheitert. Laut Anklage wurde ein Blutbad nur verhindert, weil Waffen mehrfach nicht auslösten und weil der Täter von Passagieren überwältigt wurde. Der Mann verletzte zwei Menschen mit einem Messer und mit einer Pistole. Vor der Urteilsverkündung zeigte sich der 31-Jährige reumütig. Als Auftraggeber nannte er einen Islamisten von der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat. Dieser gilt unter anderem als Planer der Anschläge vom November 2015 in Paris mit 130 Toten.